Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute nehme ich euch mal wieder bei einem produktiven Tag mit oder eher bei mehreren Tagen. Ich habe mal wieder das Bedürfnis, so ein, zwei Tage zu machen, wo ich einfach alles erledige, was sich irgendwie aufgestaut hat oder versuche, so viel wie möglich von meiner Liste abzuarbeiten. Ich versuche, solche Tage recht regelmäßig einzulegen, damit sich bei mir einfach nicht zu viel aufstaut. Also es gibt einfach immer wieder Aufgaben, zu denen komme ich im Alltag irgendwie nicht oder ich nehme mir immer Sachen vor und schiebe die dann immer weiter auf und manchmal ist es dann so, dass ich die monatelang nicht erledige, obwohl ich sie eigentlich gerne machen würde. Und deswegen nehme ich mir immer von Zeit zu Zeit so einen Tag oder zwei Tage, wo ich einfach mal eine komplette Liste schreibe und das dann abarbeite. Die Liste habe ich jetzt noch nicht geschrieben, ich habe nur so ein paar Sachen im Kopf, die ich auf jeden Fall machen möchte. Und zwar haben wir einmal relativ viel Gemüse geerntet vor ein paar Tagen, darum möchte ich mich kümmern. Wir haben drei so riesige Zucchinis, zeige ich euch gleich. Die muss ich auf jeden Fall irgendwie verarbeiten oder einfrieren. Außerdem haben wir einen kompletten Baumwollbeutel voll mit Buschbohnen. Die würde ich ebenfalls gerne einfrieren. Außerdem habe ich hier in unserer Sitzbank eine Kiste voll mit Klamotten, die geändert oder repariert werden müssen. Dann habe ich auch noch ein paar aussortierte Teile, die ich noch fotografieren und auf Vintage stellen möchte. Nebenher mache ich mir noch Gedanken über einen größeren Punkt. Und zwar möchte ich in der Küche einiges verändern. Also in letzter Zeit bin ich irgendwie nicht mehr so ganz zufrieden und irgendwie sind mir so optisch zu viele Reize hier, sowohl in der Küche als auch im Esszimmer. Und ich bin so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wie man das ändern kann. Und auch die Küche würde ich gerne ein bisschen gemütlicher machen und ich würde auch gerne ein paar Sachen ändern, damit ich dort besser filmen kann. Das habe ich, glaube ich, auch in einem anderen Video schon mal erwähnt, dass ich da neue Lampen anbringen möchte, damit ich halt die Arbeitsfläche besser beleuchten kann und dann auch irgendwie ein Stativ, dass ich, wenn ich Kochvideos filme, halt von oben auch meine Kamera irgendwie anbringen kann. Außerdem haben wir in der Küche ja auch noch den Putz, der kaputt ist. Das hatten wir eigentlich jetzt auch überlegt, jetzt in dieser Woche zu reparieren. Allerdings werden wir das wohl nicht schaffen. Ja, ich muss jetzt diese Woche einfach ein paar Sachen nachholen, weil ich die letzten zwei Wochen krank war. Und deswegen, ja, ist ein bisschen was liegen geblieben. Und dafür ist dann jetzt keine Zeit. Aber das ist einfach auch eine Sache, die ich da noch ändern möchte. Wir wollen auch die Wand streichen und eventuell auch den Boden verändern. Das ist ja etwas, was wir auch schon überlegt hatten, als wir in die Wohnung eingezogen sind. Aber dann haben wir es doch nicht gemacht. Aber jetzt habe ich die Tage so ein bisschen mit Photoshop rumgespielt und habe dann so eine Version erstellt, wie es zum Beispiel aussehen könnte. Und das hat uns schon echt gut gefallen. Ich kann euch das gleich auf jeden Fall auch mal zeigen, aber das ist jetzt noch gar nichts Konkretes. Das Einzige, was konkret ist, ist, dass wir noch ein weiteres Regal gekauft haben, was wir da gerne noch aufhängen würden. Ja, aber bevor ich jetzt zu viel quatsche, würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal die Liste und dann legen wir los. Ich finde es immer super hilfreich, einfach einmal alles aufzuschreiben, weil mir gehen immer so viele Gedanken und Ideen und To-Dos durch den Kopf und oft habe ich da einfach überhaupt keinen Überblick und kriege das nicht so richtig organisiert. Und wenn ich alles einmal aufgeschrieben sehe, dann hilft mir das immer total, da irgendwie mehr Ordnung reinzubringen. Ich mache das immer so, dass ich zuerst einfach alles aufschreibe und danach sortiere ich das noch so ein bisschen in Kategorien, also zum Beispiel, was in welches Zimmer gehört oder was Priorität hat, was besonders zeitaufwendig ist, sodass ich das dann irgendwie noch ein bisschen unterteilen kann in Sachen, die ich zuerst mache und Sachen, die ich später mache und Sachen, die jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Mein Kleiderschrank ist auch so ein Thema. So. Ich habe meine Liste jetzt geschrieben. Ich denke, es kommen wahrscheinlich noch einige Sachen dazu, aber jetzt gerade sind das die Sachen, die mir eingefallen sind. Und zwar habe ich hier das Gewürzregal aufhängen, also das neue Regal, was wir geholt haben, Kleidung reparieren, Kleidung auf Vintage stellen, Ernte einfrieren, Sauerteig füttern. Also ich habe jetzt auch so ganz alltägliche Sachen, also die jetzt einfach heute gemacht werden müssen, mit aufgeschrieben. Mittagessen kochen, Essensplan, Einkauf, Kühlschrank leeren. Dann wollte ich noch ein bis zwei weitere Entwürfe für die Küche machen. Papierkram im Esszimmer aufräumen bzw. Platz schaffen. Wir haben ja hier diesen Schrank für Papierkram und bei meinem Freund sind da in letzter Zeit noch ein paar Sachen dazugekommen. Noch so ein paar Bücher, für die wir noch keinen richtigen Platz gefunden haben und deswegen wäre es gut, wenn wir diesen Schrank mal ein bisschen durchgehen, sodass dann da Platz für alles ist, dass die Sachen nicht immer hier auf dem Esstisch und auf der Bank rumliegen. Dann wollte ich ja, wie gesagt, die Reize, optische Reize im Esszimmer reduzieren und irgendwie mir was anderes für unseren Stauraum überlegen. Das ist jetzt aber auch eher was Langfristiges, also nichts, was ich jetzt heute in diesem Video direkt machen werde. Das gleiche gilt auch für die Küche. Dann habe ich hier noch meine Monatsplanung für den August stehen. Außerdem Papierkram digitalisieren. Ich hatte euch ja im Papierkram-Aussortieren-Video von meiner letzten Aussortierreihe gezeigt,
dass ich so ein bisschen Papierkram habe, den ich jetzt nicht behalten möchte, den ich aber trotzdem brauche. Einfach so ein paar Belege, die ich gern digitalisieren würde. Und das habe ich immer noch nicht gemacht. Also die sind immer noch in dieser Folie drin. Dann möchte ich außerdem mit dem Fotos aussortieren weitermachen. Also die Fotos von 2020 habe ich jetzt zum Beispiel fertig aussortiert. Und da würde ich jetzt gerne noch die schönsten auswählen und schon mal ausdrucken, sodass ich mit meinem Fotoalbum da schon mal anfangen kann. Und dann generell geht es dann weiter mit 2021 Fotos aussortieren. Dann habe ich noch zwei Punkte auf der Liste, und zwar Kleidung aussortieren, weil in letzter Zeit bin ich irgendwie so mega unzufrieden und einiges passt mir jetzt auch nicht mehr so richtig. Und irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, ich habe nichts zum Anziehen. Und der letzte Punkt auf meiner Liste sind WhatsApp-Nachrichten beantworten. Da fehlen immer noch ein paar. Gut, jetzt habe ich hier drei Farben. Erste Priorität, zweite Priorität und dritte Priorität bzw. langfristiges. Und das werde ich jetzt einfach mal alles ein bisschen einsortieren. Also die erste Priorität sind jetzt Sachen, die ich direkt heute machen werde, wie zum Beispiel den Sauerteig füttern, Ernte einfrieren, Mittagessen, Essensplan. Okay, Einkauf nicht, den Einkauf mache ich dann morgen. Kleidung reparieren. Ich habe jetzt heute eigentlich nicht so super viel Zeit, deswegen mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Ich sortiere es jetzt mal lieber zu morgen. So sieht meine Liste jetzt aus, eingeteilt in die drei Kategorien. Für heute steht dann an Ernte einfrieren, Sauerteig füttern, Mittagessen kochen, Essensplan. Und dabei habe ich es erstmal belassen. Und falls ich heute Abend noch was schaffe, dann nehme ich noch Sachen von morgen dazu. Für morgen steht hier das Gewürzregal aufhängen, Kleidung reparieren, Kleidung auf Vintage stellen, Einkauf, Kühlschrank leeren, Papierkram im Esszimmer aufräumen bzw. Platz schaffen, Monatsplanung für den August und WhatsApp-Nachrichten beantworten. Und alles andere habe ich zu der dritten Priorität oder langfristiges getan. Wenn ich jetzt morgen mit meiner Liste durch bin, dann würde ich die langfristigen Sachen noch nehmen und so ein bisschen auf die nächsten Wochen aufteilen, damit ich die halt auch nicht aus den Augen verliere. Und dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal an, diese Liste abzuarbeiten. Ich glaube, für heute habe ich nur Sachen in der Küche aufgeschrieben. Kann es sein? Ja, tatsächlich. Okay, dann gehen wir in die Küche. Ich fange jetzt mit dem Mittagessen an. Das ist, glaube ich, jetzt auch das Einzige, was ich noch schaffe, bevor wir heute los müssen. Den Rest mache ich dann heute Abend. Ihr wisst, koche ich ja jetzt schon seit einiger Zeit mit HelloFresh. Und das ist für mich einfach eine riesige Erleichterung im Alltag. Bei HelloFresh bekommt ihr solche schönen Kochboxen nach Hause geliefert. Und ihr könnt euch das komplett individuell zusammenstellen, also wie viele Mahlzeiten ihr pro Woche möchtet, für wie viele Personen. Und wenn ihr eine bestimmte Ernährungsweise habt, wie zum Beispiel vegan oder vegetarisch, dann könnt ihr euch das auch extra einstellen. Und dann bekommt ihr alle Zutaten in genau der richtigen Menge nach Hause geliefert. Es ist auch total abwechslungsreich, also jede Woche kann man aus über 40 wechselnden Rezepten auswählen. Und ich habe mir jetzt für diese Woche diese beiden Rezepte hier ausgesucht. Einmal die Korean Glazed Potatoes und den warmen Kartoffelsalat mit Harissa-Dressing. Für mich funktioniert das Ganze einfach super gut, weil es sehr, sehr viel Zeit einspart. Es erleichtert mir die Essensplanung für die Woche einfach total. Es ist einfach in einem Schritt fast alles erledigt. Also für die Hauptmahlzeiten haben wir damit die Essensplanung und dann auch den Einkauf erledigt. Gleichzeitig sind auch eigentlich alle Gerichte, die ich bisher von HelloFresh getestet habe, wirklich sehr, sehr schnell zubereitet gewesen. Also hier steht jetzt zum Beispiel 30 bis 40 Minuten jeweils drauf. Und es ist für mich jetzt einfach total zur Routine geworden, dass ich jeden Abend so unser Abendessen koche und ich nehme immer die Menge für 4 Personen, sodass wir das Abendessen dann am nächsten Tag auch nochmal zum Mittag essen können. Seit ich mit HelloFresh koche, ist unsere Ernährung auf jeden Fall sehr viel abwechslungsreicher geworden. Also wir probieren jede Woche neue Rezepte aus mit Kombinationen, die wir so vorher auch irgendwie nie ausprobiert hätten. Und vor allem dadurch, dass die Rezepte so einfach und schnell gehen, ist es für mich sehr einfach, da so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Vorher war es meistens so, dass ich Gerichte eingeplant habe, die super zeitaufwendig waren, und dann habe ich das im Alltag einfach nicht so hinbekommen. Dann war ich vom einen Tag so müde, dass ich am nächsten Tag keine Lust mehr hatte zu kochen. Und so ist das jetzt einfach total zur Routine geworden und gefällt uns richtig gut. Außerdem helfen die Kochboxen auch dabei, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, weil man die Zutaten immer nur in genau der Menge bekommt, die man auch braucht. Wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr gerne meinen Code verwenden. Der ist aktuell HelloVioletta und damit bekommt ihr bis zu 120 Euro Rabatt in Deutschland und außerdem jetzt ein Jahr lang ein gratis Dessert zu jeder Bestellung mit dazu. Was das Dessert angeht, kann ich euch auch eins voll empfehlen. Und zwar habe ich jetzt zum zweiten Mal dieses vegane Mousse au Chocolat. Das schmeckt richtig lecker. Eins hat mein Freund schon gegessen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox und dann würde ich sagen, fangen wir an zu kochen. Die Tüten, in denen die Lebensmittel drin sind, sind auch immer so schön gekennzeichnet, dass man genau weiß, welche Tüte zu welchem Gericht gehört. Da mit der gelben 33. Als
erstes werden die Kartoffeln klein geschnitten. Dazu kommt Öl, Salz und Pfeffer. Und das Hello Harissa Gewürz. Die Hälfte davon. Die Kartoffeln kommen jetzt in den Ofen, allerdings mache ich nur die Hälfte in den Ofen und die andere Hälfte packe ich in eine Dose und die mache ich dann morgen frisch. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Gemüse klein geschnitten, Tomate und so Mini-Gurken und ein bisschen Petersilie. Zu den Kartoffeln habe ich außerdem gerade noch Champignons gepackt. Die wurden paniert mit Mayonnaise, Paprikagewürz und Panko-Paniermehl. Und jetzt mache ich noch ein Dressing. Das besteht aus Tomatenpesto, Agavendicksaft, veganer Mayonnaise, noch mehr von dem Harissa-Gewürz und Zitronensaft. Und in etwa 10 Minuten sollten dann auch die Kartoffeln fertig sein. Probier mal die Soße und sorry für meinen Kühlschrank im Hintergrund. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der brummt irgendwie heute total viel. Mmh. Ja, schmeckt sehr gut. Ich habe nur die Hälfte an Mayo reingemacht und auch nur die Hälfte Agavendicksaft, sonst wäre mir das einfach zu süß und zu fettig geworden. Aber so ist es echt perfekt. Für meinen Geschmack könnte sogar noch ein bisschen mehr Zitrone rein. Aber mein Freund mag das nicht so super sauer, deswegen lasse ich das. Das mache ich dann nur auf meinem Teller. Und jetzt kommt das Gemüse hier mit rein und auch die Petersilie. So, das Essen ist fertig. Eigentlich sollte man das alles miteinander vermischen und nur die knusprigen Pilze oben drauf. Aber ich dachte mir, ich lege den Salat daneben, damit die Kartoffeln nicht weich werden. Nämlich jetzt gerade auch richtig schön knusprig. Und ich probiere es jetzt mal. Mhm. Ja, schmeckt sehr gut. Den Salat habe ich ja eigentlich eben schon probiert. Und gespannt bin ich jetzt vor allem auf die Pilze. Ich habe noch nie Pilze irgendwie paniert. Schmeckt es dir? Ja. Ja, mir schmeckt es auch. Es ist jetzt nicht super knusprig, aber es schmeckt gut. Also gefällt mir insgesamt wieder richtig gut. Das sind die drei Riesenzucchini. Es ist jetzt der nächste Tag. Ich bin gerade erst aufgestanden. Gestern kam ich irgendwie zu nichts mehr. Und jetzt kümmere ich mich mal um die. Wir sind wahrscheinlich heute nochmal im Garten und dann werden wir nochmal Zucchini ernten. Hoffentlich dann nicht so riesig wie diese hier. Das hier ist jetzt die kleinste. Oh, wir hatten insgesamt 11 Stück von diesen Riesendingern. Ja, und ich gehe damit jetzt einfach um wie mit einem Kürbis. Also die Schale ist recht hart, deswegen werde ich den schälen. Und eventuell mache ich auch die Kerne raus, dann schneide ich die einfach klein und friere die ein. Und eine, die kleinere hier, die lasse ich übrig, damit koche ich später eine Suppe. Sagen, woher hast du die Honigmelone? Aber das ist ja... Oh nein, was für eine Enttäuschung. Ich mache jetzt mal ein kleines Update. Ich habe in den letzten Stunden schon einiges von der Liste erledigt, allerdings habe ich nicht alles mitgefilmt. Ich habe heute Morgen oder heute Mittag mit meinem Freund zusammen den Essensplan für die neue Woche erstellt und danach sind wir dann auch direkt einkaufen gegangen. Das ist jetzt auf jeden Fall also schon mal erledigt, worüber ich sehr froh bin. Das ist immer so eine Aufgabe, die ich einfach irgendwie so voll anstrengend finde, den Wocheneinkauf zu erledigen. Also Essensplan kann ich von der Liste streichen, Einkauf ebenfalls. Um die Ernte habe ich mich heute Morgen gekümmert. Dann habe ich außerdem auch den Kühlschrank geleert. Also da waren einfach so ein paar Sachen drin, die so ein bisschen
am Gammeln waren, nachdem wir jetzt so fast zwei Wochen lang krank waren und nicht wirklich gekocht haben. Das Einzige, was mir von den Küchensachen jetzt noch fehlt, ist den Sauerteig zu füttern. Keine Ahnung, wieso ich das gestern Abend nicht gemacht habe, habe ich irgendwie vergessen. Und ansonsten geht es jetzt weiter mit der zweiten Priorität. Und eine Sache kann ich jetzt auch mal ausklammern, und zwar das Gewürzregal aufhängen. Das schaffen wir, denke ich, heute nicht mehr. Mein Freund ist gerade ein bisschen müde, ruht sich ein bisschen aus und er würde das auf jeden Fall machen, das an die Wand zu schrauben. Ich habe mir jetzt aber eine andere Aufgabe vorgenommen, und zwar die Kleidung reparieren, die hier unten in dieser Kiste drin ist. Ich habe jetzt gerade mal noch die anderen Sachen geholt, und zwar sind es 3 Hosen. 2 von meinem Freund und eine von mir. Diese Hose hatte ich eigentlich aussortiert, aber inzwischen passt die mir wieder ganz in Ordnung. Deswegen werde ich die jetzt behalten. Und ich wollte die, die ganze Zeit schon reparieren. Hier sind nämlich so ein paar Stellen. Hier hat sich das so aufgerieben. Das ist an der Innenseite von den Oberschenkeln. Und es ist jetzt noch kein Loch, aber es ist kurz davor, dass halt ein Loch entsteht. Und bei dieser Hose ist das sowieso schon so, dass sie von Anfang an so ein paar Makel hatte. Und an diesen Stellen wurden dann von der Firma so kleine Sonnen drauf gestickt. Und ich fand das richtig süß. Und deswegen dachte ich mir, über alle Stellen, wo die Hose jetzt anfängt kaputt zu gehen, mache ich einfach auch noch Sonnen drüber. Ich hatte es jetzt letztens in einem Video auch schon mal erwähnt, dass ich mir Sticksachen gekauft habe, schon vor einiger Zeit. Und dieses Stickset habe ich hier drin. Ups. Ja, und das habe ich auch hauptsächlich deswegen gekauft, weil ich halt diese Sonnen hier drauf machen wollte. Ich glaube, das ist jetzt auch das Einfachste von den Sachen, die ich jetzt hier machen wollte. Also das Hemd wollte ich, wie gesagt, kürzen. Und diese 2 Hosen von meinem Freund, bei der einen ist hier irgendwo so ein ganz kleines Loch. Da ist einmal hier wirklich ein Mini-Loch. Und bei dieser anderen, das ist jetzt mehr so ein Experiment, ob ich es schaffe, die zu reparieren. Die ist nämlich ziemlich kaputt. Das ist ein größeres Loch. Hier ist das einfach einmal entlang der Naht kaputt gegangen. Da muss ich mir gleich mal bei YouTube ein paar Tutorials angucken. Mal gucken, wie man sowas repariert. Aber erstmal mache ich die anderen Sachen. Fürs Sticken habe ich mir jetzt gerade bei YouTube schon eine Anleitung angeguckt, wie man so eine Sonne macht. Und ich glaube, das ist ganz einfach. Das sollte ich hinbekommen. Ich wollte mir das vorzeichnen. Also zumindest einen Kreis, damit die Sonne einfach gerade wird. Ich glaube, ich mache das einfach mit einem Bleistift. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Kleingeld. Das wäre die perfekte Vorlage. Ja. So ein 10-Cent-Stück. Ja, das passt perfekt. Wunderbar. Okay, ich habe das erste Loch jetzt fertig geflickt. Und das ist das Ergebnis. Das sieht nicht wirklich aus wie eine Sonne, oder? Ich finde, es sieht eher aus wie ein Käfer oder vielleicht wie eine Schildkröte, die zu viele Beine hat. Also das Sticken muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ich probiere es beim zweiten Loch nochmal, aber ich finde es ganz okay. Bei dem nächsten werde ich die Sonnenstrahlen aber auf jeden Fall so machen wie hier, also mit ein bisschen Abstand zu dem Kreis. Und ich glaube, ich habe auch die Fäden hier zu eng gezogen, also zu fest gezogen, wodurch mein Kreis nicht mehr rund war, sondern es hat sich halt so zusammengezogen, sodass es eher so eiförmig geworden ist. Ich probiere es nochmal. Ich bin fertig mit meinen 2 Sonnen oder mit dem Käfer und der Sonne. Das zweite sieht auf jeden Fall mehr aus wie eine Sonne. Es ist aber auch ein bisschen oval geworden. So sieht das Ganze jetzt aus. Eine Schildkröte, die sich am Sonnen ist. Es hat 40 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, ob ich die Hose damit wirklich verbessert habe. Aber immerhin ist kein Loch mehr zu sehen. Und ich probiere jetzt mal an. Mal gucken, wie das aussieht. Also wenn man sich die Hose einfach nur so anguckt, dann sieht man es eigentlich erstmal gar nicht. Von vorne nicht, von hinten auch nicht. Es ist halt echt hier, genau an der Innenseite. Also damit man es wirklich sieht, muss ich schon echt irgendwie so machen. Es ist nicht super schön geworden, aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden damit. Vielleicht sollte ich die Hose einfach komplett mit Patches voll machen oder so. Dann fällt es auch überhaupt nicht mehr auf. Aber dafür finde ich sie eigentlich noch zu schön. Ich lasse es erstmal so. Ich bin fertig mit der Jeans und ich muss sagen, ich bin selber ganz erstaunt davon, wie gut es geklappt hat. Es ist jetzt sogar schon schwer, die Stelle zu finden. So sieht es jetzt aus. Auf dieser Seite hier war der Riss. Man sieht es einfach nicht mehr.
Nur hier unten habe ich das nicht so 100% sauber hinbekommen, aber das ist ja echt minimal. Und wenn man das anhat, sieht man das sowieso nicht. Von der Innenseite ist es jetzt so. Also der Riss ist jetzt hier vernäht mit der Naht. Und von außen ist es wieder top. Ich bin mit meiner Liste jetzt soweit durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist einmal hier den Sauerteig zu füttern. Ich habe jetzt nicht alles von der Liste erledigt. Also einmal die langfristigen Sachen sind natürlich noch übrig. Die mache ich dann in den nächsten Wochen. Und dann waren noch zwei, drei andere Sachen übrig, wie zum Beispiel die aussortierten Kleidungsstücke auf Vintage stellen. Das habe ich noch nicht gemacht, da ich halt meinen Kleiderschrank auch noch einmal durchsortieren möchte. Und dann mache ich das einfach alles zusammen. Außerdem habe ich auch meine WhatsApp-Nachrichten noch nicht beantwortet. Das habe ich mir für heute Abend vorgenommen. Und dann stehen noch die größeren Sachen an, wie zum Beispiel die Veränderungen, die ich in der Küche gerne machen möchte. Und auch hier das weitere Gewürzregal aufhängen. Das sind einfach so größere Aufgaben, für die ich mir nochmal extra Zeit einplanen muss. Und ich denke, was hier das Umgestalten angeht, also sowohl Küche als auch Esszimmer, werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu machen und euch da auch nochmal mitnehmen. Jetzt füttere ich aber noch meinen Sauerteig und ich hoffe echt, dass der noch lebt. Der war nämlich jetzt so bestimmt 3 Wochen lang im Kühlschrank. Sauerteig ist gefüttert, wünscht mir Glück, dass der noch aufgeht. Und das war's dann für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne unten in der Infobox vorbei, dort findet ihr den Link zu HelloFresh. Mit dem Code HelloVioletta gibt's wie gesagt bis zu 120 Euro Rabatt und ein Jahr lang ein gratis Dessert zu jeder Bestellung mit dazu. Also falls ihr das Ganze ausprobieren möchtet, dann schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Und ansonsten war's das fürs heutige Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!